Nach einem Gebäudebrand forderte die Feuerwehr Offenbach den Radlader des THW Offenbach zur Unterstützung an. Die Löscharbeiten des Dachstuhls gestalteten sich schwierig, sodass der Radlader den Auftrag bekam, den Dachstuhl und die Gebäudemauern einzureißen, um so das Ablöschen der restlichen Glutnester besser durchführen zu können. Der Einsatz war nach rund 3 Stunden beendet.